Bankenunion zu rechtfertigen, wollte Deutschland die Banken an den Kosten beteiligen. Frankreich war unter dem Druck der einheimischen Banken dagegen. Der Kompromiss war eine freiwillige Beteiligung des Finanzsektors, welche die Finanzbranche aufgrund ihrer starken politischen verlassen, dann freundlicherweise die Bank. Wenn er fertig ist, genau, das klären wir dann jetzt. Die Deutsche Bank arbeitete früh daran, die private Beteiligung mitzugestalten. Ja, Sie bitte auch. Sie sind bitte auch. Im Mai 2011 schickte sie ein vertrauliches Papier mit konkreten Vorschlägen an das Bundesfinanzministerium. Ziel dieser Proposal for Greek Liability Management Exercise, Burden Sharing Without Haircut, war es, einen Zahlungsausfall und damit Verluste der Bank zu vermeiden. Einzelne Punkte aus diesem Schreiben tauchen Anfang Juni inhaltlich, wenn auch nicht wörtlich, in einem internen Arbeitspapier des Bundesfinanzministeriums an die übrigen EU-Regierungen auf. Das Finanzministerium bestätigte den Eingang des deutschen Bankvorschlags, bezeichnete es jedoch als völligen Humbug, dass es sich die eigene Position von Akteuren des Privatsektors bestimmt bzw. beim Verfassen von Papieren sich von diesen helfen lassen würde. Bei den weiteren Verhandlungen über eine freiwillige private Gläubigerbeteiligung spielte Josef Ackermann in seiner Rolle als Vorsitzender des Institute of Financial Finance eine zentrale Rolle. So nahm er etwa am Euro-Krisengipfel am 22. Juli 2011 persönlich teil. Die Ergebnisse waren sehr bankenfreundlich. Trotzdem stellte sich Ackermann danach als hart getroffen dar. Die Deutsche Bank ist mit ihrem Engagement in der Rüstungsindustrie, der Finanzierung von Atomanlagen und vor allem im Bereich der Nahrungsmittelspekulation eine der Obersäue im Schweinesystem. Ebenso ist sie eine der Hauptprofiteure der Eurokrise und erzielt mit den sogenannten Rettung Griechenlands Milliardengewinne. Etwa eine Milliarde Menschen auf der Welt hungern und sind unterernährt, mit bleibenden Schäden für ihre Gesundheit, ohne Perspektive für ihr Leben. Allein im Jahr 2010 stiegen die Nahrungsmittelpreise um ein Drittel und nur dadurch wurden mehr als 40 Millionen Menschen zusätzlich in absolute Armut gestürzt. Es gab aber auch einen anderen Rekord. Bis Ende März 2011 haben Kapitalanleger wie Versicherungen und Pensionsfonds 600 Milliarden Dollar in die von den Investmentbanken und Hedgefonds aufgelegten Papiere für Wetten mit Rohstoffen, darunter Mais und Weizen, investiert. Ein Zusammenhang zwischen den Spekulanten und Preissteigerungen wurde mittlerweile nachgewiesen. Siehe zum Beispiel die Hungermacher von Foodwatch. Unter den weltweiten Top 10 der Anbieter die Deutsche Bank. Deutsche Bank, Hausbank für Nuklearfinanzierung. Ende 2007 beteiligte sich die Deutsche Bank an einem Kredit für den französischen Atomkonzern Areva, der mit dem Geld das südafrikanische Bergbauunternehmen Uramin gekauft hat. Im Niger ist Areva schon seit 40 Jahren aktiv. Der Effekt: radioaktive Belastung des knappen Trinkwassers und erhöhte Hintergrundstrahlung. Die Minenarbeiter leiden unter Hautausschlägen, Leukämie, Nieren- und Lungenkrankheiten. Ungeachtet dessen will Areva eine weitere Uranmine in der Konfliktregion im Norden Nigers erschließen. Die Deutsche Bank stört das nicht. Deutsche Bank, Partner für Umweltverbrechen. Bei besonders fragwürdigen Kunden zählt, dass unethische Bergbauunternehmen. Dieser ist bekannt dafür,